So, Freunde, es ist soweit. Wir sind auf dem Weg in die falsche Gasse, denn hier geht es lang. Willkommen zurück beim Let's Play Final Fantasy VII Remake. Ja, eins lässt Cloud sprinten und wir sprinten in die Story. Endlich geht es hoch. Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt. Die Nebenaufträge sind alle erledigt. Und ich werde nicht länger warten. Jetzt wird die Story durchgeballert. Wir schaffen das schon irgendwie. Bist du soweit? Später haben wir keine Zeit, nochmal zurückzukommen. Ja, Barrett. Sag mal, machst du diese Alleskönner-Tour weiter, wenn das vorbei ist? Die Alleskönner-Tour? Hatte ich eigentlich vor. Du machst das nämlich gut. Oh, ein Lob. Am Anfang warst du arrogant, abweisend, hielst dich für den Größten. Ich dachte, du wärst ein echt unangenehmer Zeitgenosse. Aber jetzt weiß ich's besser. Du bist eigentlich anders. Das stimmt. Eigentlich bist du einfühlsam. Oh. Als Kind war mir das noch nicht so bewusst. Selbst wenn das stimmen sollte, im Kampf bringt einem Güte nichts. Nein. Nur Karma. Na, Shinra hat weder Güte noch sonst was verdient. Aeris. Ihr seht es schon, Tifa hat wieder ihre Federhandschuhe an. Ich habe die Materie nochmal umgespeckt. Zeigen wir der Mauer, wer der Boss ist. Okay. Weiter. Ein Bruchstück an Hoffnung haben wir also schon erhalten. Oh. Kapitel 15 im Licht der sinkenden Sonne. Na dann. Jetzt geht's diesen miesen Umweltsündern an den Kragen. Wir holen diese Aeris da raus. Und dann nichts wie weg. Stimmt, er hat die noch gar nicht richtig kennengelernt, ne? Los. Let's go. Hier kann jeden Moment alles einstürzen, Leute. Oh Gott. Wo ist mein Papa? Ich hab Angst. Brauchst du nicht zu haben? Er ist sicher mal zurück. Bist du verletzt? Hinter mir ist lebensgefährlich. Aha. Wir müssen da aber rein. Ihr werdet das bereuen. Hm, das glaube ich nicht. Auf uns aufpassen. Ah, wir können da gleich auch nochmal heilen. Oben rechts auf der Minimap ist es ja schon zu erkennen. Und ja, wir sind auch wieder jetzt mit HDR am Start. In der letzten Episode hatte ich leider nicht die Möglichkeit, den HDR aufzunehmen. Aber jetzt sollte es bis zum Ende eigentlich in HDR durchgehen. Oh, was haben wir da? Bio-Klette. Die müssen wir erstmal analysieren. Das macht jetzt Cloud. Der hat nämlich Analyse endlich wieder. Die Bio-Klette ist gegen Frost nicht sehr resistent und auch nicht gegen Aero. Da sollten wir also kein Problem mit haben, denn unser guter Cloud hat ja immer noch Frost ohne Ende. Oha, jetzt wird's aber eng. Barrett ist unser neuer Heiler. Und eine haben wir schon mal.
Das geht garantiert noch besser. Ich frage mich gerade, wieso... muss einmal kurz gucken, habe ich etwa Amplifikation vergessen bei Barrett? Heilen, Amplifikation. Ist doch eigentlich richtig. Flächeneffekt. Weil ich gerade die Heilung nicht auf alle machen konnte. Blut, Frost, Gewitter, Luft. Ja, passt eigentlich. Versuchen wir es gleich nochmal. Was für eine Aussicht hier oben. Wow. Halt. Hier können wir einmal rein. Hauen. Und Barrett. Ach doch, geht ja. Vita gar auf alle? Brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Ein Vitra auf Cloud reicht schon. Oh, cool, da muss noch eins. So, was gibt's hier noch? Waren wir hier schon? Oh, natürlich nicht. Jetzt noch eine Bioklette und einen Gegenstand. Sehr gut, Stufe 32, 1A. Ja, nicht schlecht. Ein Megatrank. Turbo klettern! Nur keine Zurückhaltung. Subtil ist eh nicht so mein Ding. Dass man in den Kämpfen auch diese Sachen kaputt machen kann, ist echt witzig. Oh, zwei Schimmer. Hat Tifa was Passendes? Nein. Wurde schon ungeduldig. Cloud hat auch nichts, aber Barrett müsste es haben. Hier kommt Barrett! Ich glaube, er hat die falsche Waffe hier immer noch. Kann das sein? Da muss ich aber gleich nochmal gucken. Oh, das war schon mal gut. Dann haben wir den nämlich gleich geschockt. Los, richtig schocken. Da haben wir's. Ah, der andere hat mich mit einer Schleuderattacke zurückgeworfen, aber wir kommen nochmal hin. Den Frostschaden nehmen wir einfach. Vielleicht ein Schwertsturm noch? Nee. Einfach zu sehr am Boden. Barrett, mach nochmal ein Aurora auf den Kleinen. Das steck ich weg. Ich gebe nicht auf. Und da brauchen wir eine dicke Heilung von dir. Kann er schon gar nicht. Bräuchte mehr MP. Mann, Mann, Mann. Dann mach nur ein Vita auf. Nee, dann kannst du auch einen Gegenstand machen, du Heini. Megatrank auf Cloud und dann macht Cloud auch noch ein Megatrank auf. Ist
Jawohl, hat einen Mutangriff sogar mal gesessen. Schön. Vitagar auf Ferret. Und der zweite Schimmer ist auch besiegt. Sehr gut. Wir müssen uns besser abstimmen. Ja, wir müssen uns tatsächlich besser abstimmen. Das passt hier noch nicht so, wie ich das möchte. Er hat die Abrissbirne, aber warum hat er die Abrissbirne? Wollte ich die haben? Nein. Er soll doch hier Atomschere oder Knallprotz soll er doch lernen. So sieht's doch aus. Und die bitte einfach übernehmen. Knallprotz, ja. Jetzt hat er auch wieder Fernkampf. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Da müssen wir rauf, oder? Wenn da was einstürzt, dann können uns die anderen später vom Boden kratzen. Also der Aufstieg ist ganz, ganz anders gemacht. Aber ich finde ihn sogar sehr atmosphärisch hier mit diesem Sonnenuntergang. Ist das ganz cool. Im Original rennt man ja nur so eine Wand ewig lange hoch. Vielleicht kommt man hier irgendwo hoch. Zeit für unsere Seilpistolen. Zielt auf die Stelle, wo das Seil runterhängt. Mhm. Fallt bloß nicht runter, hört ihr? Ich verrate euch mal was. Für die Seile braucht man Fingerspitzen. Oh, das haben wir. Sobald wir aufgebrochen sind, gibt's kein Zurück mehr. Seid ihr klar. Bereit? Was sollen wir hier sonst rummachen? Aha. Hängt hier vielleicht irgendwo ein Seil rum? Oh Mann. Man muss den Button drücken und zielen. Das war wirklich, da war viel Fingerspitzengefühl für nötig. Ich bin froh, dass ihr hier dabei wart. Wunderbar. Bei diesem legendären Moment, in dem ich das erste Mal zum Besten geben durfte. Oh, schon Endgegner-Time? Oha. Ein Suchtrupp. Wir brauchen jede Menge Elektro- und Luft-Magie. Wir sind nicht zum Kämpfen hier. Kann die Amplifikation oder die Elementargeschichte auch mit Luft verbunden werden? Dann könnte man es Cloud geben statt Frost für die Zeit. Weiß ich doch. Erstmal wird Aeris gerettet. Schon klar. Oh, jetzt ist das Interface da, dann kann ich mal gucken. Also, Elementaraffinität kann mit Frost, Gewitter und Luft verbunden werden. Ja, dann mache ich das nämlich. Dann nehme ich hier eine Luftmateria. Habe ich davon nur eine? Haben wir nur einmal Luft? Das kann doch gar nicht wahr sein. Dann kaufen wir mal eine zweite Luftmateria. Wir haben von allen zwei oder drei, aber von Luft tatsächlich nur eine. Das ist ja was. Und die hat gerade... Hä, hat Cloud die schon? Was ist, bin ich denn jetzt super blind? Gewitter, Frost, Glut, heilen? Nein, ich bin nicht blind. Die ist gerade nicht angelegt. Weil die wahrscheinlich in der alten Waffe noch klebt. Also das ist so doof gemacht. Unfassbar doof gemacht. Jetzt muss ich den Knallprotz wieder umtauschen gegen die Abrissbirne, weil da halt eine Materia mehr ist, um die halt wieder rüber zu kriegen. Also, beziehungsweise ich hätte sie ja auch einfach einfach nehmen können, aber das ist... Gefällt mir nicht, dieses Übernehmen und dann bleibt eine übrig, das ist unübersichtlich. Das meine ich damit. Das ist nicht ideal gemacht. Gut. Dann kommt hier Frost raus und jetzt die Luftmateria rein. Und Barrett hat jetzt den wieder frei, oder was? War ich jetzt doch eben blind? Ist doch gar nicht. Also, manchmal, Michael, manchmal. Da weiß ich auch nicht.
Schön Zerstörung leveln, gut. Dann stand da wohl gerade eben einfach Luft. Oder ich habe jetzt ja die Waffe gewechselt, das war's. Jetzt hat Barrett wieder gerade die Abrissbirne, die ich ihm nicht geben will, sondern ich will ja, dass er den Knallprotz benutzt. So. Und jetzt fehlt nur diese eine Materie. Die wurde jetzt halt nicht mit übernommen. Die steckt in der anderen Waffe. Und ich würde jetzt vergessen, dass ich dieses Ding gar nicht habe. Oh. Soldat B geht ja direkt ab hier, der Typi. Gucken wir uns den mal an. Turbo-Ether dabei. Wirksam ist Feuer. Bom, 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 bom. Oh, oh, oh. Itaga auf alle. Und dann brauchen wir mal einen Feuerer auf den B. Ist der jetzt weg schon oder was? Ja. Dann sind wir nochmal auf Hochtouren. Nach wie vor meine Lieblingsattacke in dem Spiel. Hört mich denn keiner? Barrett hat nie besonders viele MP, das macht ihn vielleicht doch nicht zum idealen Magier. Shinra-Soldaten versuchen noch mit ihren Kollegen Kontakt aufzunehmen, aber das wird nicht klappen. Ich wette, gleich kommt wieder so eine Heilbank. Das ist ja immer, wenn ich mich aufheile. Der Part ist komplett anders. Wir nehmen die Flugroute. Sehr gut. Ein Versuch ist es wert. Oh, wieder mit viel Fingerspitzengefühl nach oben. Ah. Was zur? Hallo. Von Avalanche? Wir haben sie. Wir benötigen Verstärkung. Haben einen ziemlich effektvollen Auftritt hingelegt, was? Utais Handlanger! Auf sie! Mythikadist A ist schon besiegt. Der zweite auch. Bums. Das ging ja mal flott. Da kommen die nächsten. Cloud macht erstmal Eroga auf den Luftkommandanten. Doch gerade gut. Jetzt noch mal eine maximale Wut. Einfach so, weil wir es können und das lernen wollen. Yeah, da ballert er ja richtig schön rum. Schneller.
Das ist ja krass, man kämpft sich jetzt auch hier komplett immer vorwärts. Das ist natürlich cool. Nehmen wir hier nochmal einen Erora auf den Luftkommandanten. Und den haben wir auch von hinten umgehauen. Läuft. Dann wird es Zeit für eine Zugabe. Laut kriegt noch mal ein Einzel. Vitara. Endlich wieder Fortschritt. Das fühlt sich doch besser an als unter den Slums. Hauptstory extrem einsturzgefährdet. So, mal sehen, ob wir hier noch eine zweite Luftmaterie kriegen können. Erstmal kaufen wir Lurking in the Darkness, um den Soundtrack weiter auszufüllen. Die drei Mega-Getränke nehmen wir auch mit. Zwei Ether auch. Zwei Phönixfedern auch. Reif der vollen Kraft. Stärke erhöht sich um 10%. Klingt gar nicht so schlecht, ne? Genügend Geld hätten wir. Und die Überlebensweste scheint ja auch toll zu sein. Ich glaube, ich kaufe die jetzt einmal. Und Materia, ist hier Luft irgendwo? Heilen, behandeln, wiederbeleben, Blut, Frost, Gewitter, Toxin, Barriere, Versiegelung, Zerstörung, Zeit. Ne, das haben wir soweit alles. Kann man hier leider nicht kaufen. Nicht so schlimm. So eine Sonnenstimmung, das liebe ich ja auch, wenn an vielen japanischen Spielen, so Ridge Racer, wenn das in so ein Abendrot getaucht ist, oder Gran Turismo, gerade so Rennspiele, profitieren da oft von. Und in Rollenspielen ist das auch schön, wenn das so vor dem Finale, bevor wir das Shinra-Gebäude stürmen, ist das wirklich ganz passend. Ich glaube, im Original war es aber eine Nacht- und Nebel-Aktion. Geht es denn jetzt gerade weiter? Wieso habe ich... Da geht's weiter. Aber wir müssen bestimmt so einen Haken suchen. Da. Da wieder mit viel Fingerspitzengefühl. Jetzt gegen die Elektrodrohnen. Dumm, 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 durch die Städte, dumm, dumm, dumm. Na dann. Gut, das ging ja auch flott. Aus dem Handgelenk. Die sind jetzt gerade sehr gut equipped, die sind ja gar keine Herausforderung. Ein Supertrank. Ja, wer Angst.
Wo komm... Ach, ich guck so wild umher, aber ich will es einmal genießen. Schöne Aussicht hier auf Midgar. Und hier, wie krass diese Trümmerplatte einfach aussieht, wo sie die Platte haben runterstürzen lassen. Das ist schon ziemlich irre. Vielleicht hier? Geht's hier dann noch weiter? Sollen wir hier irgendwo uns ranketten können? Hier geht's aber auch nicht zurück. Also wird's auch schon irgendwo da weitergehen, ne? Da hinten? Hier drin? Ne. Irgendwo draußen anscheinend. Oder wir müssen hier wieder runtergehen. Das kann natürlich auch sein. Ja, da haben wir nochmal einen Gegenstand. Dann wissen wir zumindest, wir sind nicht ganz falsch. Ein magischer Ring. Dann versuche ich hier nochmal mit den Treppen. Da geht's nicht weiter nach oben. Hier sind wir wieder da, wo wir eben waren. Nee. Bisschen weiter oben. Das sieht doch gut aus. Ja, da standen wir eben. Hallo! Einmal Elektro, bitte. Oh, noch gar nicht analysiert. Tiva, jetzt hör doch mal auf, den Weg zu stehen. Oh. Nochmal eine nette Attacke vor seinem Ende. Donnerwetter. Ein gutes Team, Barrett. Du bringst mich in Verlegenheit. Wenn's hier zu bröckeln beginnt, na dann gute Nacht. Hier bröckelt nix, Mensch, das ist doch fest programmiert. Barrett. Ja, nix mehr drin hier in diesen schönen Containern, aber... Hier werden wir noch einen passenden Gegenstand finden. Ein Turbo-Ether. Da geht's hoch. Da geht's nicht rum. Geht's hier hin. Noch ein Gegenstand. Oh, nee, da geht's auch hoch. Wo ging es wohl auf der anderen Seite hin? Ich werde mich selbst herausfordern und nicht zurücklaufen. Kann man es vielleicht sehen? Da ging es hoch. Ist hier noch ein Gegenstand? Na gut. Da ich jetzt weiß, dass es einen Gegenstand gibt, gehen wir doch mal kurz hin. Mit Turbo! Kann man ja vorher nicht wissen. Ein Wachmacher. Ein Anblick. Da hinten kommt was geflogen. Fühlt sich verdammt gut an, dass wir Shinra jetzt endlich an den Kragen gehen. Das stimmt. Platz nicht vor Wut. Keine Sorge. Wenn hier wer platzt, dann diese Shinra-Säcke. Gut, aber wir werden sie erst in der nächsten Episode weiter platzen sehen.
bedanke mich für euer Schauen, wünsche euch eine schöne Zeit, bleibt gesund, euer Ava 7.